Im Moment ist aber stark in diesen Tagen auch Ebke Sonderland. Zwei gute Mehrkämpfer haben sie hier zu bieten, die Niederländer. Die Herren erfolgreicher als die Damen. Allerdings Juri Gelder, der Herr der Ringe, wie sie ihn in den Niederlanden auch gerne nennen, nicht im an seinem Spezialgerät im Finale. Das war dann doch eine herbe Enttäuschung. Ja, Geoffrey Gomez ist ja nach seiner Fußverletzung wieder herangekommen, hat Anschluss gefunden zur europäischen Spitze. Seine Stärken insbesondere im Sprung und am Boden. Und somit ist er im Sprungfinale auch nochmal vertreten. Also da können wir uns nochmal auf tolle Sprünge von ihm einstellen. Stützkehre auf einen Holm. Hier muss man aus der Holmgasse seine Bewegung rausturnen. Muss natürlich erstmal das Durchschwingen der Holme abwarten. Dann sich ein bisschen geschummelt auch. Ja, da zuckt er die Beine. Genau. Das ist dann nicht so top war. Ja, Lewiatkowski auf dem fünften Platz im Augenblick. Hambüchen sogar auf Goldkurs. Ebke Sonderland. Genau, das ist der von Event der zweite Niederländer. Der einen wirklich sehr, sehr guten Mehrkampf hier absolviert. Ja, Chuka mit zwei Längsachsendrehung. Wir sehen es 6,2 im Schwierigkeitswert. Er wird Ballett gemacht, Abtrock. Ist auch ein großer Turner, da muss er besonders viel Energie mit reinbringen. Also da werden um die 9 Meter in der Sekunde an Geschwindigkeit erreicht. Also Sigi ist nicht ganz was für den 100 Meter Lauf in der Leichtathletik, aber zumindest muss man daran noch arbeiten, dass man die nötige Ausgangsenergie hat. Ja, hier haben wir wenigstens den Robert kurz mal im Bild gesehen, Robert Juckel, zumindest sitzenderweise, leider noch nicht in Aktion, aber wir halten sie natürlich trotzdem auf dem Laufenden. Alexander Schatilows Wertung, die müssen wir ehrenhalber nachtragen, diese 13,7, die er an den am Reck erhalten hat, und Geoffrey Wammes für seinen Sprung waren das 16,250. Punkte am Bahren hatte er erhalten, 14,475. So, jetzt wäre es Zeit für einen Überblick. Und da ist er auch schon. Hambüchen also toll in Führung vor Dorian Selario und Dimitri Savitsky, dann Juri Vyazanov und Maxim Lewiatkowski und der Titelverteidiger Rafael Martinez lediglich auf dem sechsten Platz. Und hier der Vorsprung von Fabian 1,2 Punkte. Also da, das nach dem fünften Gerät. Robert Juckel, 9. nach diesem Durchgang. Dann Nikolaus Böschenstein hat sich zu diesem Zeitpunkt auch letzter möchte ich nicht werden. Im Mehrkampf gilt das gemeine bekannte Motto: Turnen bis zum letzten Durchgang.